Das ist nicht der Notgenerator. Was ist da oben? Die sehen nicht ganz so nett aus wie da oben. Aber jetzt muss ich erstmal einen Weg finden, einen Notgenerator zu aktivieren. Aber hier ist ja nichts. Da war wieder ein Geist. Das war nur für einen kurzen Moment nur da, der Geist. Bin ich jetzt blöd? Hier ist doch nichts zum Aktivieren. Ich komme auch nicht höher oder so. Da geht nichts. Hallo Geist. Also bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Da kommen wir nicht ran. Irgendwo hinter den Statuen vielleicht irgendwas oder so? Ja, ja gut. Wir rechnen mit sowas. Seid ihr gekommen, um mich noch mehr zu quälen? Nein, ich spüre seine Präsenz, auch wenn sie schwach ist, weit entfernt. Ihr seid nicht Tenebrae. Sprecht ihr von Valkorion? Valkorion, Tenebrae, Vishyet, Imperator der Sith. Mein unwürdiger Sohn hat viele Masken getragen. Ich bin Lord Ramat. Vor 1000 Jahren habe ich über diesen Planeten geherrscht, als er noch die pulsierende Welt Medrias war. Ich schätze, dass Valkorion etwas mit der Zerstörung dieser Welt zu tun hatte. Er allein ist für diese Gräueltat verantwortlich. Er war mein unbedeutendstes Kind. Seine Mutter war eine namenlose Bäuerin. Aber er hat mich ermordet, meinen Geist eingesperrt und Medrias in das hier verwandelt. Ihr sagtet, dass dies einst eine pulsierende Welt war. Was ist passiert? Er hat viele Sith Lords hergelockt und sie in einem dunklen Ritual verschlungen, das alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht hat. Er hat etwas Ähnliches auf Siost getan. Sein Hunger nach Unsterblichkeit muss fortwährend genährt werden. Gibt es etwas aus Valkorions Vergangenheit, das ich benutzen kann, um ihn ein für alle Mal zu vernichten? Ich kenne Tenebres Schwäche. Dieses Holocron ist nicht nur mein Gefängnis. Es kann ihn auch endgültig zerstören.
Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Was muss ich tun? Es wird der Moment kommen, wenn Tenebrae verwundbar ist. Dann müsst ihr zuschlagen. Befreit mich in der Zwischenzeit aus meinem Gefängnis. Behaltet das Holocron bei euch und wartet auf eure Gelegenheit. Ihr wisst Dinge über Valkorion, die nützlich sein könnten. Vielleicht sollten wir euch für eine Weile in der Nähe behalten. Ich habe euch den Schlüssel gegeben, um die Existenz meines Sohnes zu beenden. Es gibt keinen Grund, mich am Leben zu halten. Das stimmt. Viele mussten unter Valkorion leiden, aber niemand hat so lange leiden müssen wie ihr. Ich lasse euch frei. Und so endet es. Hoffentlich bereuen wir das nicht. Nehmt ihr das Holocron. Valkorion darf nicht wissen, dass wir es haben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja. Ein sehr mieses Gefühl. Sie werden fallen. Das ist doch dieses, diese Viecher, die man das gesehen hat. Genau, diese Steine. Upsala. So. Haben wir noch. Eieieiei. Ein Elite-Gegner. Auch den kriegen wir weg. Ne, schubsen können wir nicht. Geh mal raus aus diesem Kreis. Raus da. Doch, du kannst mir unterbrechen. Sehr schön. Na komm, ich hab dich gleich. Ich kümmere mich um euch. Yarak hat es nicht geschafft. Zu schade. Wenigstens hatte er recht, was unseren Fluchtweg betrifft. Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt, Kaiserin? Sagt ihr es mir. Ich habe noch nie eine solche Kraft gesehen. Ich bin nicht mehr in Ketten.
Und was ist mit eurem ehemaligen Gefängnis? Befehlt unseren Schiffen, den Orbit zu verlassen. Schon bald gibt es auf Nathema nur noch Staub und Asche. Ihr müsst euch sputen, Commander. Die Energieanzeige explodiert und der Rest gleich auch. Ich hole euch draußen ab. Ja, dann mal ganz schnell raus hier. Ich schätze mal, Gegner werden wir nicht mehr haben. Dass wir einfach so herauslaufen können. Alles recht friedlich aus hier. Jetzt sollte es besser werden. Echt? Wir sind beim Evakuierungspunkt, Commander. Wir warten nur noch auf euch. Okay. Dass sie echt noch Gegner sind, ey. Ach, die habe ich nicht gesehen. Komm, wird das denn da so? Velen hat heute einen weiteren Aufseher getötet. Sie muss lernen, dass Ungehorsam Konsequenzen hat. Isolation. Hier stürzt gleich alles ein. Los raus da! Schmerz! Ja, wir beeilen uns ja, Mensch. Manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die effektivsten. Ich kümmere mich um euch. Sensoren haben euch erfasst. Ihr seid fast da. Ihr könnt es schaffen. Los, rein! Ihr steht auf Rettungen in letzter Sekunde, oder? Velen hat sich von ihren Fesseln befreit. Jetzt ist sie stärker als jemals zuvor. Die Allianz wird nicht ruhen, bis sie vom Thron gestoßen wurde. Ich hoffe, dass ihr die Chance dazu bekommt. Habt ihr irgendwas Bedeutsames in meiner Kammer gefunden? Nö. Nichts Wichtiges.
Gut. Die Relikte, die darin versiegelt sind, sind viel zu gefährlich, um auf die Galaxis losgelassen zu werden. Valen ist längst weg. Was ist hier unten passiert? Die Kaiserin hat sich von ihrer Konditionierung befreit. Jetzt ist sie gefährlicher als je zuvor. Dann müssen wir schnell handeln. Was ist unser nächster Schritt, Commander? Wir planen unsere Strategie, sobald wir zurück auf Odessen sind. Ich könnte vorher einen kleinen Urlaub gebrauchen. Oh, oder zumindest ein ausgiebiges Nickerchen in meinem eigenen Bett. Ich setze einen Kurs auf... da kommt eine Nachricht rein. Commander, hört ihr mich? Odessen wird angegriffen. Sieht aus, als hätte Vayne ihre ganze Flotte geschickt. Wo ist die Greystone? Odessen, ich brauche einen Statusbericht. Sofort! Vayne hat uns im Trockendock erwischt. Ich habe gerade die neuen Aufrüstungen eingebaut. Es wird ein paar Minuten dauern, die Systeme zu rekalibrieren. Die Bodeneinheiten halten die Stellung, bis die Greystone bereit ist. Aber wir sind in der Unterzahl und waffenmäßig unterlegen. Haltet durch, Bayvan. Hilfe ist unterwegs. Ihr und Lana könnt den Angriff anführen. Ich richte mehr Schaden an, wenn ich mich hinter die feindlichen Linien schleiche. Ich hatte ausdrücklich befohlen, dass dieser Kampf schnell zu Ende sein soll. Die Allianz leistet unerwarteten Widerstand. Wir haben immer noch die Oberhand, aber der Sieg wird uns viel kosten. Dann zahlt den Preis. Arkan ist hier. Mutter, Vater, der Fremdling. Ich werde Odessen mit ihrem Blut tränken. Es gibt eine Belohnung. So. Wo sind wir eigentlich jetzt hier? Begib dich zum Trockendock der Greystone. Eieieiei. Da ist die Flotte, die ewige Flotte, die uns angreift. So Leute, nichtsdestotrotz, ich mache erstmal Feierabend. Und muss noch ein bisschen was machen, einkaufen etc. Und ja, hat mir wieder richtig Spaß gemacht, für euch hier die Sachen aufzunehmen. Ne? Ich bin so Star Wars Fan. Und ich sag mal so. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und vielleicht auch mal was in die Kommentare schreibt. Und vielleicht einen Daumen hoch, würde mich echt drüber freuen. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal und dann werden wir uns zur Greystone begeben. Damit wir sehen, dass wir hier Odessen hier retten vor Valen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rode.